Ich hatte in meinem Leben schon sehr häufig Kontakt mit der Polizei und der war eigentlich immer sehr positiv, weshalb ich pauschalisierende ACAP-Mentalitäten stark ablehne. Vor kurzem hatte ich allerdings meine erste Erfahrung mit der Polizei, die nicht so schön war. Die Erfahrung war zwar unangenehm, aber immerhin kann ich euch wegen ihr ein paar sehr gute Tipps für Polizeikontrollen geben. Ich war letztens so gegen 21 Uhr mit meinem Homie Mr. Keter auf so mietbaren Cityrollern unterwegs zu meiner alten Wohnung, als ein Streifenwagen vor uns hielt, aus dem zwei Polizisten ausstiegen, um uns einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Polizistin befragte meinen Homie und der Polizist befragte mich. Zu diesem Zeitpunkt war ich zu 100% nüchtern und ich hatte auch in letzter Zeit keine Substanzen genommen, sodass ich zu 100% sicher wusste, dass ein Drogentest negativ ausfallen würde. Ich spiele die Szene einfach mal nach, wie sie stattgefunden hat. Schönen guten Abend, allgemeine Verkehrskontrolle. Wo fahren Sie hin? Wir sind gerade unterwegs zu meiner alten Wohnung, um von dort die Fahrräder zu holen und sie zu meiner neuen Wohnung zu fahren. Haben Sie heute Drogen oder irgendwelche alkoholischen Getränke genommen? Nein. Je irgendwas mit Drogen zu tun gehabt? Nein. Wir haben hier so einen Schnelltest am Start. Der fällt leider teilweise positiv aus, wenn man gewisse Medikamente nimmt. Also Medikamente nehmen Sie auch keine, oder? Nee, ich nehme auch keine Medikamente, aber den Test mache ich ja sowieso nicht. Warum nicht? Viele fragen sich an dieser Stelle, warum ich nicht einfach den Test gemacht habe, wenn ich sowieso wüsste, dass dieser negativ wäre. Es hat was mit meinen Prinzipien zu tun. Ich will nicht meine Unschuld beweisen müssen, wenn sie keinerlei Anhaltspunkte haben, dass ich berauscht bin. Das habe ich dem Polizist auch genau so erklärt. Warum wollen Sie den Test jetzt nicht machen? Da können Sie doch ganz schnell den Anfangsverdacht ausräumen. Was für ein Anfangsverdacht? Ich rede völlig normal mit Ihnen und Sie haben keinerlei Anzeichen dafür, dass ich berauscht bin. Ja, Sie wirken sehr nervös und Ihre Pupillen scheinen für diese Lichtverhältnisse sehr klein. Aha, meine Pupillen sind klein. Welche Droge macht denn die Pupillen klein? Welche Droge habe ich denn Ihrer Ansicht nach genommen? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ich zähle gerade einfach nur so ein paar Auffälligkeiten auf. Also meines Wissens nach kommen kleine Pupillen eher von Drogen wie Opiaten, welche aber eine eher beruhigende Wirkung haben. Dann werfen Sie mir aber gleichzeitig vor, dass ich voll nervös bin, was überhaupt nicht zu der beruhigenden Wirkung passen würde. Also, was genau soll ich da jetzt genommen haben? Sie haben offensichtlich keine Ahnung von Drogen. Ja, das habe ich da wirklich gesagt. Warum habe ich jetzt plötzlich voll das Drogen-Knowledge ausgepackt, wenn ich angebe, nie was mit Drogen zu tun gehabt zu haben? Wie gesagt, ich wusste sowieso, dass mein Test negativ sein wird und ich fand es dann irgendwie witzig, weil es ja nicht verboten ist, viel über Drogen Bescheid zu wissen und es reicht auch nicht aus als Beweis, dass ich Drogen genommen habe. Der Polizist hätte eigentlich auch aus der Aussage von mir schließen können, dass ich mir in meiner Unschuld verdammt sicher war, weil jemand, der kürzlich konsumiert hätte, hätte unter keinen Umständen preisgegeben, dass er sich mit Drogen auskennt. Warum kennen Sie sich da so gut mit Drogen aus? Meine Freundin ist Krankenschwester. Ich habe dann noch eine Weile mit ihm diskutiert und ihm immer wieder erklärt, dass sein einziger Anhaltspunkt die Verweigerung des Tests ist und dass das nicht ausreicht, um mir Drogenkonsum zu unterstellen, woraufhin dann er immer vermeintliche Auffälligkeiten ausgepackt hat, die für jemanden, der sich auskennt, nichts mit einem Rauschzustand zu tun haben. So, wenn Sie sich da jetzt weiterhin weigern, den Test zu machen, hole ich einen Kollegen dazu, der sich mit sowas besser auskennt. Ja, sehr gut. Holen Sie einen Kollegen dazu, der sich besser auskennt. Weil wenn er sich wirklich auskennt, wird er sehr schnell erkennen, dass ich komplett nüchtern bin. Während wir auf den Expertenkollegen warteten, durfte mein Freund Mr. Keter schon mal weiter zu meiner Wohnung fahren. Der Experte, der kurz darauf kam, war dann ein Polizist in Zivil, der mich dann auch ein wenig ausquetschte über meinen Drogenkonsum und Erfahrungen mit der Polizei. Der erste Typ war eigentlich noch ganz freundlich, aber der Typ war ein sehr unsympathischer Typ. Ich stelle hier die Fragen. Sein Urteil am Schluss war, dass ich Drogen genommen habe, weil ich keinen Augenkontakt halte und bei meinen Antworten viel rumschwurbel, ohne irgendwas zu sagen. Ja, Augenkontakt war noch nie meine Stärke und ich habe teilweise schon rumgelabert und mich unklar ausgedrückt, nur es hatte in dem Fall halt nichts mit Drogen zu tun. So, du hörst mir jetzt genau zu. Entweder du machst jetzt den Test freiwillig oder ich ordne den Bluttest an und wir nehmen dich mit auf die Wache. Wenn zu dem Zeitpunkt nicht mein Homie schon bei mir zu Hause warten würde, hätte ich mich vermutlich direkt auf die Wache mitnehmen lassen,
um deren Zeit ein bisschen zu verschwenden, aber um die Sache schnell über die Bühne zu bringen, stimmte ich dem Test schließlich zu. Nachdem sie mir den Becher zum Reinpinkeln gaben, versuchte ich ihn mit meinem Urin zu befüllen. Der Dude von der Polizei stand dabei natürlich direkt neben mir und hat mich beim Pinkeln genauestens beobachtet, was sich nicht gerade schön anfühlt. Oh, sieht voll guter Schwanz. Mhm. Und das Ding ist, ich konnte halt ums Verrecken nicht pinkeln. Ich stand da wirklich ohne Übertreibung locker 5 Minuten am Stück, in der einen Hand mein Kork und in der anderen den Becher. Der Polizist dachte sich da dann mit Sicherheit umso mehr, dass er mich hier eiskalt erwischt hat und ich nur nicht pinkle, weil ich schuldig bin. Irgendwann habe ich dann gefragt, ob sie mir was zum Trinken geben könnten, um den Harndrang zu fördern. Als sie dann sagten, dass das nur auf der Wache gehen würde, fragte ich, ob es möglich wäre, mich dann wenigstens nach Hause zu fahren, worauf die Polizistin dann sowas sagte wie: Ja, das können wir bestimmt irgendwie regeln. Also fuhr ich mit denen zur Polizeiwache und schickte meinem Homie eine WhatsApp, dass es wohl noch etwas länger braucht. Yo, ich fahre jetzt mit denen auf die Wache, weil ich jetzt auch ums Verrecken nicht pinkeln kann. Auf der Wache gaben die mir was zu trinken und ich habe wieder versucht zu pinkeln, während mir ein Polizist wie ein Spanner auf den Kork starrte. Nach weiteren Minuten Wartezeit war die Mission des Wasserlassens dann schließlich erfolgreich und die Polizisten durften sich dann daran erfreuen, dass sie jetzt endlich mit meiner lang ersehnten Pisse rumspielen konnten. Während ich so auf einem Stuhl sitze, fängt der eine Polizist so an, den Urintest auszuwerten. Und da habe ich mich halt so neugierig daneben gestellt und der Polizist direkt so: Hey, setzen Sie sich hin. Und ich so: Warum? Ich werde doch jetzt wohl noch zuschauen dürfen, wie der Test gemacht wird. Da hat er mich dann großzügigerweise stehen lassen und dann kam die Testauswertung. Die Testauswertung war dann natürlich negativ, wo ich dann natürlich ein paar Toldias raushauen musste. Bis hierhin können vielleicht noch einige die Seite der Polizisten verstehen, aber obwohl der Test dann schon negativ war, konnten sie mich noch immer nicht in Ruhe lassen. Ja, der Test ist zwar negativ, aber warum sind Sie so nervös? Ich bin nicht nervös. Ich habe einfach nur keinen Bock hier zu sein und finde nicht, dass ihr einen legitimen Grund hattet, mir den Drogenkonsum zu unterstellen. Dann bat mich der eine Polizist nochmal mitzukommen und führte mich in die Zelle. Und ich dachte mir so: Hä? Was passiert denn jetzt? Der unsympathische Polizist klärte mich direkt auf. Ja, irgendwie wurde der Test auffällig schnell negativ und wir haben es in letzter Zeit immer häufiger, dass hier Leute Fake-Urin reinschmuggeln. Das hat der ernsthaft gesagt, nachdem mir beim Pissen genau auf den Schwanz geschaut wurde. Als ich ansprach, dass sie meinen Kock ja beim Pinkeln schon bestaunen durften, meinten sie, dass das ja schließlich nur einer der Polizisten war, der da zugeschaut hat. Ja. Gut zu wissen, dass manche Polizisten scheinbar so kompetent sind, dass sie mindestens 2 Leute brauchen, um zu sehen, dass ich wirklich pisse. Dann haben die mich in der Zelle nochmal genauestens untersucht, nochmal schön meinen Kork bewundert und den Geldbeutel durchsucht, den sie vorher schon durchsucht hatten. Es könnte ja noch irgendwie ein Fake-Penis im Geldbeutel sein. Sie konnten sich einfach nicht eingestehen, dass sie im Unrecht waren und dass ich nichts konsumiert hatte. Nachdem sie mich noch ein wenig mit Fragen durchlöcherten, sagten sie mir schließlich, dass ich jetzt gehen darf. Worauf ich dann fragte, wie es jetzt mit dem Nachhausefahren aussieht. Die erwiderten dann, dass das aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht ginge, was meines Wissens nach eine Lüge ist. Als ich mich dann darüber empörte, warum man mir das vorher dann zugesichert hat, kam dann nur: Nee, ich habe nur gesagt, dass wir bestimmt irgendwie was regeln können. Dann musste ich mir einen Uber nach Hause bestellen, weil es sonst keine Verbindungen in der Nähe gab und ich außerdem keine Ahnung hatte, wo ich war und mein Handy nur noch wenige Prozent Akku hatte. Es gibt bestimmt einige, die mein Verhalten hier kindisch fanden, aber ich fand, dass das Ganze eine gute Tat war, denn besonders der eine Polizist verbringt bestimmt einen Großteil seiner Zeit damit, unberauschten Fahrern den Führerschein zu kosten, weil sie vor 3 Tagen THC konsumiert haben und der Test somit noch positiv ist, auch wenn sie eigentlich komplett nüchtern sind. Das erkannte man schon daran, dass in seiner Welt Nervosität ein Zeichen von Drogenkonsum ist.
Weil der ständig sich komplett normal verhaltende Menschen mit positiven THC-Tests erlebt, denkt der vermutlich, dass sich so berauschte Menschen verhalten, obwohl er wahrscheinlich noch nie jemanden gesehen hat, der wirklich high war. Der denkt bestimmt, dass er sehr viele gute Taten vollbringt, weil er so hartnäckig ist und nie nachgibt, auch wenn das Anzeichen für einen Rausch oder für einen Drogenkonsum auch nur ganz klein ist. Man darf da auf keinen Fall Ausnahmen machen, weil man muss da wirklich jeden sehr schlimmen Verbrecher schnappen, ja. Falls ihr Polizist seid, fokussiert euch doch bitte auf Leute, die lallen und einfach offensichtlich high sind, wie der Typ zum Beispiel. I know you're high, okay? I smoke weed? Not that kind of high. I believe based on what I've seen and, you know, what your body's telling me, you're higher than you think. No. And while I'm here, yeah. What is this? I have no clue. Oh my god. Okay. But you sent a message several hours ago saying you have snow and weed, baby, and we can party a little. Snow and weed, baby, and party a little? Yeah, this is your outbox here. I'm sorry, that wasn't mine. Okay. So are you guys gonna release me or? Falls die Polizisten von dem Abend das Video sehen, ich lade euch gerne für eine Gegendarstellung zu einem Interview ein. Es ist immer wichtig, beide Seiten zu hören. Und es kam da in letzter Zeit nicht allzu selten vor, wo der Polizei irgendwas unterstellt wurde wie Rassismus, obwohl es dafür keinerlei Anhaltspunkte gab. Hier noch die Lektionen, die ihr aus meiner Erfahrung mitnehmen könnt. Eine Sache, die ich erst im Nachhinein mitbekommen habe, ist, dass mein Homie auch gefragt wurde, ob er den Schnelltest machen würde und er ihn dann gar nicht machen musste, als er das bejahte. Also, wenn ihr wollt, dass es schnell vorbei ist, bejaht diese Frage erstmal. Wenn sie dann den Test machen wollen, kannst du ja dann zur Not noch immer deine Meinung ändern und erklären, dass du es nicht für nötig hältst, den Test zu machen. Zweiter Tipp, schau den Polizisten regelmäßig in die Augen, um ehrlich zu wirken. Dritter Tipp, laber nicht viel herum. Ich bin besonders ins Stocken geraten, als sie mich fragten, ob ich schon mal was mit der Polizei zu tun hatte und ich wusste, dass da was in meiner Akte steht. Und ich habe irgendwie versucht, das Ganze so zu schildern, dass es nicht negativ auf mich zurückfällt. Auch wenn du weißt, dass du irgendwelche fallengelassene Verfahren in deiner Akte stehen hast, sag einfach, dass du nichts mit der Polizei zu tun hattest. Und wenn die dann nachfragen, was dann in der Akte steht, dann weise darauf hin, dass das eh fallen gelassen wurde und dass du damit im Grunde nichts zu tun hattest. Ich hatte das mal bei einer anderen Kontrolle so gemacht und da musste ich dann keinerlei Test machen. Vierter Tipp. Wenn du etwas zu verbergen hast, benutze niemals solche City-Roller. Da weiß ich auch mittlerweile von anderen, auf die haben die es immer besonders stark abgesehen. Es gibt übrigens noch eine weitere Polizeistory, die beinhaltet, dass die Polizei schon dreimal bei mir zu Hause in meiner Wohnung war, die ich aber aus gewissen Gründen noch nicht erzählt habe. Bei 69.420 Likes werde ich diese Geschichte erzählen. Vermerkt eure Lieblingstipps und Erfahrungen mit Polizeikontrollen in die Kommentare. Falls ihr weiteren Cop-Content sehen wollt oder falls ihr weiteren Cop-Content nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kabal. Oh shit, ich habe ganz vergessen, in diesem Video für irgendwas Werbung zu machen. Kauft euch einfach was in meinem Shop, zum Beispiel den Laser Beat to go oder die Waage, für die ich letzte Woche Werbung gemacht habe, die ist auch noch immer relativ neu. Ja, es supportet auf jeden Fall diesen Kampagnen.